Müll. Jedes Jahr landen 10 Millionen Tonnen Plastikmüll in den Ozeanen unserer Erde. 150 Millionen Tonnen schwimmen bereits in den Meeren. Wäre es nicht schön, wenn wir etwas dagegen tun könnten? Jede große Reise beginnt mit einem ersten Schritt. Das ist das Motto von Günther Bonin. Und Günther Bonin und sein Team vom Verein One Earth, One Ocean engagieren sich gemeinsam mit einer kleinen Werft aus Lübeck für die Befreiung der Weltmeere von Plastikmüll und eine Rückführung des Wertstoffs in einen Wiederverwertungskreislauf. Einen wunderschönen guten Morgen zu unserem nächsten Cybergroup Lounge Talk. Wir haben heute wieder ein ganz spannendes Thema, Thema Nachhaltigkeit, mal in einer anderen Form. Ich habe heute den Patrick Polaniok bei uns im Hause von der Firma Altaseta. Ich habe es geschafft. Nachname nicht vereimert. Das war meine erste Hürde heute Morgen. Schön, dass du da bist, Patrick. Schön, hier zu sein. Ziemlich spontan, aber das sind ja oftmals dann die schönsten Termine und die spontanen Themen sind dann ja auch die guten. Du hast ein super spannendes Thema dabei, was wirklich zum Thema Nachhaltigkeit durchdacht ist. Das ist das, wo es bei uns oftmals so ein bisschen ja hapert, dass es von A bis Z durchdacht ist. Mhm. Euer Thema ist wirklich schön durchdacht und Danke. Auch noch qualitativ echt gut aufgearbeitet. Ich würde sagen, du sagst ein bisschen was zu euch, sehr gern. Und dann steigen wir direkt hier in die Produkte ein. Super. Klasse. Ja, danke erstmal, dass ich hier sein darf, dass ich hier mich präsentieren darf und dass ich eingeladen wurde. Genau, die Firma Altaseta, uns gibt es jetzt 20 Jahre. Wir produzieren Textilien, hoch und runter, Krawatten, Tücher, Corporate Fashion. Das ist eigentlich unser Steckenpferd. Wir sind aber im Textilbereich und da ist natürlich Nachhaltigkeit gerade das absolute Thema. Und was haben wir hier als tolles neues Produkt? Wir haben ein sogenanntes Strandtuch, Hammamtuch, richtig aus nachhaltigen Produkten, nämlich aus recycelten Garnen. Mhm. Wir arbeiten mit einer Firma zusammen, beziehungsweise mit einem Verein, der sitzt in Deutschland, die heißt One Earth, One Ocean, ist durch Medien auch sehr, sehr bekannt. Die haben also weltweit Schiffe im Betrieb, die wirklich Plastik aus den Meeren fischen, also eine maritime Müllabfuhr. Und ich glaube, das ist natürlich heutzutage in aller Munde, ja, in den ganzen Medien. Und das ist, wenn ich da kurz einhaken darf, das ist eigentlich so der erste Ansatz von durchdacht. Mhm. Weil oftmals haben wir die große Diskussion, wenn wir über RPET-Materialien, also recycelten Kunststoff sprechen oder auch dieses Ocean Plastic, ist ja immer so diese ungreifbare Thematik, was ist es denn wirklich, wo kommt es her, ist es im Zweifel am Strand gesammelt. Mhm. Also angeschwemmtes Kunststoff, was im Zweifel noch nie in einem Ozean drin war, weil es eben nie, also gar nicht angeschwemmt wurde tatsächlich. Mhm. Und das fand ich eben bei euch schön, diese maritime Müllabfuhr, wo du sagst, dass die eigene Schiffe haben wirklich und da ja auch in verschiedenen Größenordnungen arbeiten. Und das Neueste hast du ja auch gesagt, ja wirklich ein richtig großer Kutter ist, salopp gesagt. Jawohl. Und das finde ich eben so schon wirklich durchdacht von Anfang an und eben nicht jetzt gefühlt, es ist Ocean Plastic, aber wo es herkommt, keine Ahnung. Ja, im Zweifel haben wir halt irgendwie noch Müllhalden Plastik dazugepackt, jetzt böse gesagt, ohne das unterstellen zu wollen. Aber das ist ja so immer die Erklärung auch beim Kunden, wo wir so ein bisschen hadern, so eine Story zu haben, die nicht belegbar ist und nicht nachvollziehbar. Genau, und das ist genau das Wichtige, dass wir halt auch wirklich mit einer Organisation zusammenarbeiten, die wirklich greifbar ist, wo das wirklich transparent ist. Was tun die, was machen die, in welchen Weltmeeren sind die unterwegs? Die haben damals mit einem Seehamster angefangen. Mhm. Das ist also so ein kleines Schiffchen, wo die wirklich auf Flüssen unterwegs waren und sind dann weiter mit der Seekuh. Das ist wirklich schon ein sehr, sehr großes Schiff, was auf den Weltmeeren rumfährt, in Ballungsgebieten und jetzt natürlich mit dem Seeelefant, wo die schon direkt auf dem Schiff recyceln können. Okay. Und das ist also eine ganz, ganz spannende Geschichte, wirklich auch mal reinlesen, mal reingucken bei One Earth, One Ocean, ganz, ganz toll, transparent, die haben ganz tolle Projekte und wir sind ein Teil dabei und das macht natürlich unheimlich viel Spaß, dann halt auch Produkte oder auch dieses zu transportieren, das ist natürlich echt toll. Okay. Das heißt, ihr kauft dann von denen
das Rohmaterial bzw. die fertigen Garne ein? Nein. Also, was macht diese One Earth, One Ocean? One Earth, One Ocean sammelt wirklich Plastik aus den Meeren und filtert das raus. Es kann natürlich nicht alles Plastik verarbeitet werden. Es gibt Plastik oder Plastiksorten, die nicht recycelt werden können. Das heißt also, die recycelt werden können, die werden rausgefiltert und werden verkauft. So organisieren die sich. Okay. Ja? Manchmal macht man Öle draus, manche machen Granulat draus, wie hier zum Beispiel dieses Granulat, das ist wirklich aus diesem Plastik gewonnen. Und dieses Granulat geht natürlich auch weltweit und verschiedene Firmen arbeiten mit diesem Granulat. Ja. Die anderen machen Stifte draus oder wie auch immer. Wir machen Garne draus. Okay. Das heißt, also unsere Garnfabrik, mit denen wir wirklich sehr, sehr eng zusammenarbeiten, holt dieses Plastik, das heißt, es wird wieder zu einem Brei. Und dieser Brei wird zu Garn. Okay. Ja? Und dieses Garn muss natürlich auch ganz, ganz viele verschiedene Stufen durchgearbeitet werden, dass da keine Feinpartikel mehr rauskommen, dass das auch hautverträglich ist. Ja. Also es muss auch zertifiziert sein. Und das ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir mit Produkten arbeiten oder verarbeiten, die auch wirklich top sind. Ja, okay. Lass uns einsteigen in die Produkte, weil das ist mehr als nur ein Strandtuch. Jawohl. Es gibt ein paar Abwandlungen, ein paar nette Ideen, die ihr dann auch weiter gesponnen habt. Richtig. Und genau, sag einfach mal zu den verschiedenen Produkten, was der Unterschied ist. Letztendlich, wenn wir hier sehen, das ganze Tuch besteht also nicht nur aus recyceltem Plastik, das wäre also nicht angenehm, sondern es besteht hier auch noch aus recycelter Baumwolle. Ja, es muss natürlich auch eine gewisse Weichheit haben, es muss natürlich angenehm auf der Haut sein. Dieses Weiße, was man hier sieht, das ist wirklich das recycelte Plastik. Okay. Ja? Und das Blaue, was man hier sieht, und da haben wir also mehrere Farben, das ist recycelte Baumwolle. Okay. Ja, genau. Wir haben da verschiedene Größen, die wir natürlich produzieren können. Das ist also wirklich ein schönes Strandtuch oder ein Freizeittuch. Sehr, sehr angenehm auf der Haut. Das kann man also, ich benutze es immer als Allround-Tuch. Ja, ist auch ein schönes Saunatuch. Absolut, genau, richtig. Ne? Das ist jetzt noch relativ starr. Genau. Das hattest du vorhin auch schon mal kurz angemerkt, im Vorbriefing. Richtig. Wir waschen das natürlich im Vorfeld nicht, aus ökologischen Gründen, weil es noch mal gewaschen wird. Okay. Es gibt natürlich viele Firmen, die dann sagen, Mensch, wir wollen es direkt einsetzen, dann können wir es auch vorwaschen, das ist gar kein Problem. Das bieten wir natürlich auch mit an, aber aus ökologischen Gründen waschen wir es nicht vor. Deswegen sind die Garne noch nicht aufgegangen und deswegen ist das noch nicht, es ist schon weich, gar keine Frage, aber noch nicht so weich. Das andere ist deutlich softer. Absolut. Also wenn es gewaschen ist, du hast noch mal eins gewaschen dabei gehabt und das ist deutlich softer. Also wirklich wie ein richtig schön angenehmes haptische Werbung. Duschtuch. Ja, absolut mehr schön. Geht nicht. Ja, also echt schön. Optisch auch schön. Ist ja auch immer noch mal so ein Ansatz, wo wir auch immer so ein bisschen schauen, wie viel Ökologie und ökologisches Produkt verträgt dann auch die Optik. Manchmal sieht es dann halt auch ganz komisch aus, nur weil es optisch oder weil es eben ökologisch sein soll oder nachhaltig. Muss aber gar nicht. Also mittlerweile kann man auch echt schöne, nachhaltige Produkte auch noch optisch schön bearbeiten. Genau. Und das sieht man eben auch hier in dieser Zweifarbigkeit gewebt. Ja. Ihr habt jetzt hier bewusst mal den Kreislauf den Kreislauf ein bisschen dargestellt, wie das funktioniert, beziehungsweise wie diese Produktionskette dargestellt wird, um einfach auch mal zu zeigen, wie fein wir weben können. Ja, das ist also eine Chakard-Webung. Das ist also wirklich eine ganz, ganz tolle, hochwertige, super Webung. Fein, filigran, muss nicht plakativ sein, und das ist natürlich auch das, was wir einfach hier auch ein bisschen transportieren wollen. Es muss nicht eine plakative Werbung sein, sondern es muss einfach toll aussehen. Man muss es auch nutzen, weil keiner möchte irgendwie ein Tuch haben, wo wirklich so extremst plakativ und dann vielleicht noch nicht mal hübsch irgendwie die Werbung drauf ist. Ne? Standardformat hatten wir es auch vorhin kurz drüber. Der Webstuhl ist 1 Meter breit, das heißt, das ist die maximale Breite, aber in der Länge ist man theoretisch komplett frei, alles was kleiner ist, so oder so. Also es kann ja auch nicht nur als Duschtuch oder als Badetuch genutzt werden, sondern du hast auch gesagt, klassisch im Küchenbereich lässt sich's einsetzen als klassisches Geschirrhandtuch oder auch als kleines Gästehandtuch. Also auch da sind alle möglichen Varianten, die man klassisch jetzt kennt von einem Tuch aus dem klassischen Frottierbereich, sind letztlich auch machbar. Ne? Absolut, definitiv. Genau, wir haben dieses Produkt eintragen lassen als Ocean Towel. Das ist ein eingetragener EU
Schuhmarkenname. Ocean Towel sagt im Prinzip genau das aus, was es ja ist, nämlich ein Produkt letztendlich aus dem Meer. Ja. Ocean Towel haben wir jetzt letztendlich auch kategorisiert. Wir haben also verschiedene Bereiche. Wir haben einmal dieses klassische Tuch, ja, was man also kennt, als Strandtuch oder als Allround-Tuch. Dann haben wir einmal Ocean Towel Lifestyle. Mhm. Ganz, ganz spannende Geschichte. Und zwar haben wir das Produkt hier. Das hier. Das ist ein sogenannter Zugbeutel. Oder Hipsterbeutel, so wie viele das nutzen. Hippiebeutel, ne? Hier mit den Fransen schon, genau, doppelt Hippie. Richtig, genau. Das ist also, aus, oder? Ja, ja. Das ist also nicht nur ein Beutel als solches, sondern es ist ein kleiner Zauberbeutel, nämlich das Tuch als solches. Und das ist natürlich eine super Werbung. Nicht nur ein Produkt, sondern zweifach nutzen, ja, nämlich gleich das Tuch mit integriert. Ja. Ja. Plus tatsächlich jetzt am Strand. Geldbeutel, genau, Sonnenbrille, alles mit Handy, rein, alles rein, schön zugezogen, ist schön, genau, safe, verstaut, fällt auch im Zweifel, richtig, gar nicht auf, wenn du es so rum, ja, hinlegst. Also das sieht man gar nicht mal und ist eine coole Idee, tatsächlich, um ja, einen Mehrwert nochmal zu bringen, zu, genau, nur einem klassischen Strandtuch. Richtig. Gibt's hier und mal? Das Schöne ist natürlich, gerade bei diesen Tüchern, dass die im Gegensatz zu Frottee-Handtüchern sehr, sehr leicht sind. Mhm. Wahnsinnig schnell diese Feuchtigkeit aufnehmen, ja, also zum Abtrocknen auch gut geeignet und unheimlich schnell auch wieder trocknen. Mhm. Ja, also wenn ich die in der Sauna nutze, draußen aufhänge, die sind innerhalb von 5 Minuten wieder trocken. Okay, klasse. Genau. Schön, ja. Genau. Mein Frottee-Handtuch, ja gut, packst den Trockner, wartest erstmal. Ja, das ist genau, der Nachteil. Ja. Wollen wir jetzt auch selber für uns umsetzen? Finden wir nämlich, das war eigentlich der Initiator, jawohl, warum du heute hier bist, warum wir gesagt haben, das ist echt eine schöne Idee. Ja. Weil ich gesagt habe, nee, das ist ein rundes Thema und das sehen wir jetzt auch gerade zum Sommer hin. Für uns natürlich echt klasse. Wir haben ja einige Kunden, die auch gerade in dem Touristikbereich unterwegs sind, die mit dem maritimen Bereich viel zu tun haben und da bietet sich das natürlich perfekt an. Absolut. Und da sind wir jetzt gerade dabei an der Planung, wie uns das ausschauen wird. Und dann wird demnächst mal eine Crew hier mit dem Beutel durch die Gegend laufen. Sehr schön, die werden sich freuen. Wir müssen ein bisschen auf die Uhr schauen. Jawohl. Wir haben noch 4 Minuten. Das kein heißt, Problem. Vier Produkte, vier, jawohl, Minuten. Genau, wir haben also nicht nur die Linie Lifestyle, sondern wir haben auch die Linie Kids. Und das ist eigentlich so ein bisschen mein Lieblingsprodukt. Letztendlich auch ein Kinderrucksack, aber auch da ist integriert ein Tuch. Und das nicht nur als Tuch, sondern gleich als Poncho. Ja? Ja. Und das ist natürlich dann echt ein Top-Produkt. Nachhaltig, mehrfach nutzen, mit dieser ganzen Kampagne mit One Earth, One Ocean. Und auch noch süß. Mehr, ja, das aber auch noch. Selbst, dass die Kinder sagen, mehr, ja, finde ich cool, finde ich witzig. Nicht, genau, was, richtig, willst du mehr? Ja, genau. Wie verpacken wir es? Wir haben natürlich dann auch die Möglichkeit, entweder eine schöne Baumwollbinde drumherum oder hier eine schöne Banderole aus recyceltem Papier. Auch da kann man natürlich alles draufdrucken, was der Kunde haben möchte, an Infos, an Slogan, wie auch immer. Wir wollen natürlich da auch vom Plastik weg. Das heißt also bitte keine Polybeutel, sondern wirklich irgendwie was Schönes, Nachhaltiges. Und ich glaube, das passt einfach auch wunderbar dazu. Okay. Genau. Ihr habt Standardfarben an Lager. Jawohl. Das ist das eine. Also es gibt ab der Menge von dann... Genau, ab 100 Stück würden wir das schon die Sonderanfertigung anbieten können. Das ist also keine große Menge. Jede Größe, kein Problem. Wenn das recycelt ist, haben wir nur eine gewisse Farbauswahl an recycelten Baumwollgarnen. Ja. 100% Baumwolle haben wir natürlich viel, viel mehr Auswahl. Wichtig ist immer diese recycelte Kette. Das heißt, die ist dann meistens immer drin. Und genau, da können wir ganz, ganz individuell auf den Kunden eingehen. Okay, das heißt 100 sind dann die an Lager sind und oder generell? Generell. Nee, wir haben ab einem Stück, okay, ab Lager. Ab einem Stück. Ab einem Stück ab Lager. Oder ab 100 in der Sonderanfertigung. Okay, perfekt. Da ist dann auch ein eigenes Label mit dran, eigene Weiß Verpackung Sable, drumherum, komplettes alles Design, komplett, wie man möchte, Piktogramme, Logo, jawohl, Farben mit den Einschränkungen, die da sind. Der Kunde kann sich da komplett austoben. Auf dem Format, also wunderbar, eigentlich perfekt abgestimmt. Und wie gesagt, wir sind gerade ganz aktiv dran und machen unser eigenes Design. Sehr schön. Wir sind durch. Klasse. Vielen lieben Dank, Patrick. Ich habe zu danken. War super interessant. Wie gesagt, spontan ist manchmal oder oft tatsächlich der beste Weg zueinander. Mhm.
Ich glaube, das wird für euch wahrscheinlich, weil Krawatten ist momentan eher schwierig, ne? Da hatten wir es auch drüber, ist natürlich... Immer noch gute Aufträge, aber nicht mehr so, wie ja, es halt also auch mal Krawatten war. Krawatten tragen. Ja, genau, das kommt wieder. Das ist glaube ich, ein ganz, ganz auch trendbezogenes ja, Thema. Und in der Mode kommt alles irgendwann wieder. Und ich glaube auch, dass... Ich gebe es nicht auf. Ja gut, die Fliege ist ja so oder so noch zyklischer. Also die hat ja noch mehr Up and Downs. Und dann ja auch ein fast schon Liebhaber-Thema. Ja. Weil Krawatte ist momentan halt einfach echt schwierig, glaube ich. Ich kriege dich auch noch dazu. Du, ich habe noch zig Krawatten und ich trage auch echt tatsächlich noch Krawatten, sehr aber schön. Seltener als früher. Aber von daher ist das natürlich ein schönes Thema, wo wir jetzt auch wieder mehr miteinander tun ein können. Herzensprojekt. Und wenn das noch dazu kommt und dann auch noch ein stimmiges Konzept ist, dann umso schöner. Mhm. Vielen lieben Dank. Sehr, sehr gern. Und ich denke, für den Sommer haben wir jetzt auf jeden Fall ein Produkt, mit dem wir Gas geben können. Super. Danke dir. Freue ich mich drauf. Super. Dankeschön. Das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, das Thema nachhaltige Hammamtücher hat gefallen. Wir konnten ein bisschen zeigen, was tatsächlich auch da machbar ist, was mit Ocean Plastic machbar ist und mit den Materialien, die wir daraus gewinnen. Bis dahin sage ich alles Gute, bis nächste Woche und danke. Ciao.